Tja, also eigentlich wollte ich die Seven Seas noch draußen auf dem Wasser erwischen, damit ich filmen kann, wie sie hier in den Hafen reinfahren. Aber ich war leider zu spät, beziehungsweise die waren zu schnell für mich. Also bin ich hier im Hafen angekommen, habe erstmal nach dem Mast gesucht. Der Mast ist ja recht offensichtlich von der Seven Seas. Sie haben also schon festgemacht, liegen jetzt hinter einem riesen Outremer. Schönes Boot. Und ich nehme jetzt erstmal die Familie und das Boot natürlich in der neuen Heimat hier in Empfang. Sieht gut aus mit dem Hintergrund, hast du dir so vorgestellt? Angekommen, ja, so sollte es sein, auf alle Fälle, freue mich. Dass wir jetzt da sind. Ist sehr, sehr schön hier, auf alle Fälle. Aber so direkte Berge, hohe Berge direkt im Hintergrund vom Hafen, das ist auch nicht so schlecht, oder? Na, wie fandst du es? Gut. Ja? Du hast zwei verschiedene Socken an. Ja. Ja. Wie immer, oder? Ja. Das Hashtag Tiekfrei wird hier keiner verstehen. Nee, hier nicht. Beim Ausklarieren aus Kroatien hat man uns erkannt, ja. Okay, am Boot? Ja, am Boot, beim Anlegen an den Zollsteg. Das ist recht offensichtlich. Wer hatte denn gestern Geburtstag? Ich. Das kommt, wenn wir einen Zaun oder so haben, kommt das ran und dann wissen alle, wie wir heißen. Okay. Unser Klingelschild. Habe ich was von Anlegebier gehört? Ja. Yeah. Ich möchte auch noch was. Hallo, ich bin auch noch da. Du fängst gar nicht erst an damit. Ich will auch kein Bier, ich will Saft. Oder Brause. Ich will Saft, aber kein Bier. Ja, ich habe schon ab und zu mal gedacht, hier muss man echt die große Genua drauf machen. Weil du halt hier grundsätzlich mal wenig Wind hast. Na, wie habt ihr das dann gemacht, wenn ihr unter Motor wart? Weil es ist ja immer eine Sache, wenn man Urlaub unterwegs ist und eigentlich nirgendwo hin muss. Aber wenn du eine Überführung hast von A nach B, dann will man ja auch mal irgendwie ankommen oder so. Ja, weil die Family, die will ja nicht nur überführen, die kann nicht nur überführen, das macht dann keinen Spaß, sondern da geht's halt Buchtenhopping. Dafür war der Urlaub aber sowieso ziemlich kurz, ne? Beziehungsweise die Strecke ziemlich lang. Von daher muss man dann halt auch irgendwann mal ankommen. Du hast halt hier im Mittelmeer, hast du solche lokalen Winde, solche Thermiken sozusagen. Unberechenbar, ne? Ja, so ein bisschen unberechenbar. Das sagt halt kein Wetterbericht aus, kein grober, ne? Das muss man einfach, man muss so ein bisschen die Buchten kennen und das Mittelmeer kennen, die Region kennen. Unter den Locals auch mal nachhaken und dann weiß man das ungefähr. Aber entweder du hast richtig Knatter oder du hast gar nichts. Na gut, also transportieren wir sie wieder zurück in die Ostsee. Da ist der Wind besser. Ich glaube, das ist hier ganz cool. Auch hier gibt es schon auch ein paar echt geile Buchten. So das Segeln und Buchtenliegen kann man hier schon wirklich gut genießen. Auch bei den Temperaturen und so. Ja. Baden und allem. Das ist schon geil. Also, ihr seid auch alle echt ein paar Stufen brauner geworden nochmal die zwei Wochen. Ach Mann, ich krieg's nicht. Ach. So. Oh, Max, Prost! Erst Prost und dann. Wie heißt es hier? Prost! Chivili! 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 Chivili, Maxi! Wir sind in unserer Heimatmarina angekommen. 20 Minuten von unserem Wohnort entfernt. Das ist doch mal richtig, richtig nett. Keine 3 Stunden mehr, 20 Minuten, schön warm hier, cooles Wetter. Ach! Und endlich angekommen. Endlich angekommen!
die Lebensqualität, die du hier hast. Gestern Abend habe ich am Pool gesessen und gedacht, das ist schon richtig irre. Wenn man hier quasi sich wohlfühlt und da, wo wir wohnen, wir haben ein großes Grundstück, wenig Leute drumherum, du bist ganz oben, kannst über die gesamte Stadt gucken und bist trotzdem alleine, weil ringsherum nicht viele Leute wohnen. Du kannst, wenn du Lust hast, fährst du hier irgendwo ein Stückchen weiter, kannst locker in einem Café oder in einem Restaurant einen Kaffee schlürfen oder was essen zu Preisen, die man sich echt leisten kann, wo das auch Spaß macht. Du bist schnell in der Marina hier. Du bist hier so vielfältig unterwegs irgendwie und das ist toll. Das gefällt mir. Ja, unser tolles Rätsel vom letzten Video, ne? Wir segeln zum Schwarzen Berg. Wir sind jetzt ja auch gerade am Schwarzen Berg, aber es sind ja schon etliche drauf gekommen. Etliche? Manche haben vermutet, dass es irgendein Vulkan ist. Also die Auflösung ist ganz klar Montenegro. Wieso Montenegro? Nee, die erste Frage ist, wo ist Montenegro überhaupt? Das ist die häufigste, die wir gestellt bekommen. Die zweite Frage, wieso Montenegro? Also zum einen, Montenegro liegt zwischen Kroatien und Albanien, also auf dem Balkan. Ist ein kleines Land. Mhm. Ein sympathisches kleines Land. Genau. Die Gründe sind vielfältig, würde ich sagen. Also zum einen erstmal Mittelmeer, ja, weil wir einfach viel am Mittelmeer unterwegs sind. Und der zweite Grund ist das Wetter. Wir kennen es ja alle, ne? So dieses graue, eklig nasse. Dieses Matschwetter ist einfach super nervig und das hat man ein halbes Jahr lang in Deutschland mindestens. Und das hat sich halt bei uns eine ganze Weile aufgebaut. Ich meine, wir sind aus der Karibik wiedergekommen und der erste Winter war richtig schlimm. Und seitdem ist das halt jedes Mal in jedem Winter wieder dasselbe, von wegen, ach nee. Und da geht's Lust mehr. Genau. Ich meine, im Winter wird es auch frisch, kühl, ja. Aber natürlich lange nicht die Temperaturen. Und du hast trotzdem Sonnenstunden jeden Tag. Wir haben ja gute Temperaturen an der Küste, wo wir sind. Wir können da segeln gehen. Du kannst auch im Winter segeln gehen. 20 Minuten von der Seven Seas jetzt weg. Und aber zwei Stunden. Das wollte ich sagen. Genau, zwei Stunden brauchen wir bis ins. Ja, Entschuldigung. Zwei Stunden brauchen wir bis ins Skigebiet, was ja auch sehr, sehr nah ist quasi. Und da kannst du bis Ostern Skifahren. Also die Temperaturunterschiede sind dann sehr groß. Ja. Und es ist toll. Und du hast halt hier in Montenegro sehr viel auf kleinem Raum, sehr viel, was man machen kann. Es ist knapp 700.000 Einwohner, ne? Auf der Größe von, was ist das, Brandenburg. Hier gibt es halt alles, ne? Und das Land steht noch so ziemlich in den Startlöchern, ist ja außerhalb der EU. Das sieht man auch, hier wird überall gebaut, ja? Lebt natürlich größtenteils von Tourismus. Insgesamt, glaube ich, ist es das Gesamtpaket von Natur, Lebensraum, Nähe zum Wasser. Man kann hier sehr viel machen. Auch, muss man sagen, die Preise. Lebenshaltungskosten. Lebenshaltungskosten, definitiv. Ja, auch was Grundstückspreise angeht, ist das natürlich eine ganz andere Nummer als in Deutschland. Genau. Was sehr sympathisch ist. Wir haben den tollsten Blick von unserem Grundstück übers Meer, beziehungsweise dann in die Berge rein und nach hinten raus übers Meer. Nach Albanien. Auch auf unserer Karibikreise standen wir wir lagen in Buchten, haben auf Buchten runtergeguckt mit Dschungel dahinter, wo wir uns gedacht haben, boah, geil. Hier ein Häuschen, dieses Szenario sind wir ja im Laufe der Reise schon ein paar Mal durchgegangen und dann standen wir oben auf diesem Berg und du hast dir einfach nur gedacht, boah, das ist es jetzt. Ne? Mein Ding ist ja nicht, ich will ja nicht in der Stadt wohnen, sondern ich will ja meine Ruhe haben. Mit einem großen Grundstück, viel Platz und einfach Ruhe. So. Und das ist nicht Berliner Vorort. Genau, das ist nicht Berliner Vorort und das ist hier weitestgehend auch erfüllt. Viele Sachen funktionieren hier halt nicht, wie zum Beispiel Amazon. Ne? Du kannst ja nicht einfach bei Amazon. Was ehrlich gesagt ein Vorteil ist, finde ich. Ja, ich auch. Du kannst nicht bei Amazon einfach was bestellen, herliefern lassen, einfach weil es nicht EU ist, Zoll etc. Geht halt nicht. So what? Ich glaube, wir haben jetzt 10 Minuten gequatscht. Es geht natürlich bei dem Thema noch viel, viel weiter und das können wir gar nicht alles in Videos packen. Das wollen wir auch nicht in ein Video packen, weil es gibt einfach Themen, über die wir in Videos nicht sprechen. Ja. Und da bleiben wir auch dabei. So ist es. So, jetzt die Auflösung der Verlosung. Ne? Wir haben eine Verlosung gestartet in einem der letzten Videos. Ja. Das machen wir jetzt. So, zur Auflösung. Welches Boot das coolste geworden ist? Es haben echt viele Leute von euch mitgemacht. Das hat uns sehr gefreut. Am Anfang mit von unten nach oben. Na, von oben nach unten, ne? Mit Rang 10.
Ja, von oben nach unten. Von unten nach oben. Nee. Eine 10 ist doch das Minderwertigste, deswegen von unten nach oben. Nee, aber die 10 ist größer als die 1. Also. Ja, okay. Also wie du willst, von unten nach oben oder von oben nach unten. Auf alle Fälle fangen wir mit Rang 10 an. Es gibt 2 zehnte Plätze und damit keinen 9. Platz, weil wir haben dieselben Stimmenanzahlen bekommen. Und zwar ist das die Satco, also das Aluminiumschiffchen von Jochum für Island. Und die Bavaria Vision 46, also die Insieme, die ehemalige Insieme. Die ehemalige Insieme von Markus und Julia. So, mit 15 Stimmen. So, Platz Nummer 7 und 8 ist die Sirius 40. Was guckst du mich so an? Machen wir das jetzt so, ja? Dass du meine Sätze beendest? Ist mal was Neues, oder? Ich meine, ist doch langweilig, wenn es immer gleich ist. Ist doch aber, zeugt doch aber davon, dass wir uns kennen. Ja, dann sag du halt. Okay, nein. Also, mach ruhig weiter, wenn dich das stört. Das stört mich nicht. Okay, also die Sirius 40 DS. Und die Dela 41 jetzt DS. Hat das. Bei der Sirius ist das natürlich so ein bisschen geschummelt, weil die haben wir nicht begutachtet. Die war ja nur auf einer Messe und auch ein Neuboot. Ne? Also. Oh, komm, jetzt hör mal auf. Bei der Dela 41 DS, das hat mich überrascht, ehrlich gesagt. Ich meine, ist zwar ein cooles Boot, aber dass es in die Top 10 schafft. Naja, ist halt ein Decksalon, glaube ich. Hängt auch damit zusammen, dass es ein Decksalon ist. Aber mit der Sirius. Platz Nummer 6 ist die Yongard 43 vom Mark. Also ein sehr günstiges, großes Langfahrtschiff, sehr alt, aus Stahl. Kennen die meisten von euch wahrscheinlich das Video. Überraschend, vielleicht gar nicht so überraschend, aber statistisch überraschend vielleicht ist, dass gleich auf dem nächsten Platz, also ein Platz drunter oder drüber, wie auch immer man das sehen mag, die Tor kommt von Annika, also auch ein günstiges Schiff. Ja, sind ja zwei günstige Langfahrtschiffe. Und die Tor hat gleich viele Stimmen bekommen wie die Halbergrassi 382 von dem Jörg. Genau. Damals, so als wir auf der Suche waren nach dem Alleskönner, die eierlegende Wollmilchsau. Und die hat 28 Stimmen bekommen. Daran sieht man wahrscheinlich auch, also die günstigen Projekte, damit können sich mehr Leute identifizieren wahrscheinlich. Aber da zählt auch ganz klar die Story mit rein, glaube ich. Weil besonders bei Annika wurden ja wirklich Emotionen geweckt mit ihrer Geschichte. Ja, die Emotionen sind, die müssen ja auch immer dabei sein, definitiv. Und die Storys. So, aber was ich meine ist, die Coolness, die wir ja hier ranken, der Boote, wird so ein bisschen beeinflusst von den Menschen, die das Boot entweder verkaufen oder kaufen, also die Story dahinter. Ich glaube, das kann man da ganz gut rauslesen, weil Rang Nummer 3 ist nämlich eigentlich der mit der coolsten Story, finde ich. Ja, eigentlich auch dem coolsten Boot, oder? Ja, die Reinke 16M Alu-Reinke mit dem Gregor. Ja, Gregor hat ja einen großen Sympathiefaktor und das spielt definitiv damit rein. Andersrum würde es ja heißen, dass jemand, der unsympathisch ist, in den Videos, haben wir natürlich nicht. Wir haben keine unsympathischen Kunden. Aber wenn es so wäre und das Boot aber sehr cool wäre, dann würde es trotzdem rausfallen, weil der unsympathisch ist. Beeinflusst sich auf alle Fälle. Meinst du? Okay. Ja. Das Boot hat einen großen Abstand auf Rang 3 bekommen, nämlich jetzt mit 42 Stimmen. Also ein Sprung von 28 auf 42 Stimmen. Jetzt kommt Rang Nummer 2 und Rang Nummer 2 ist auch sehr dicht, nämlich nur eine Stimme Unterschied zu Rang Nummer 1. Aber erstmal Rang Nummer 2. Für Rang Nummer 2 hätte ich mich eventuell auch entschieden. Wieso? Wegen Platz? Wegen Performance und wegen Platz. Definitiv nicht wegen Qualität. Und damit ist jetzt eigentlich klar, worum vielleicht hätte ich es auch nicht gemacht. Ich bin da sehr unschlüssig. Aber es ist wahrscheinlich klar, worum es geht. Es war ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber Rang Nummer 2 mit 54 Stimmen ist der Nil 47. Ist ein cooles Konzept, deswegen ist es ja auch Rang 2, weil es mal was anderes ist. Du meinst, weil es Rang 2 ist und nicht Rang 1. Und Rang 1 ist deswegen auf Rang 1, weil es ein sehr erprobtes Konzept ist und viele Erfahrungen damit gesammelt wurden und weil es ein qualitativ sehr hochwertiges Schiff ist. Und laut unserer Kommentare ist es eben auch das Langfahrtschiff schlechthin. So, Trommelwirbel. Die Amel Super Maramu 2000 von Eloy und Sandy. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, da hat auch wieder die Story so ein bisschen reingezählt, weil wir wir hatten eine witzige Zeit mit Eloy und Sandy. Ja, auf alle Fälle. Aber ist halt auch ein sehr nettes Boot. Ja, auf alle Fälle. Also, hat gewonnen mit 55 Stimmen. Das war's jetzt. Applaus. Ach so, die Seven Seas haben wir vergessen, ne? Die Seven Seas hätte nämlich den Rang 11 bekommen. Gemeinsam mit der Düppel und Jesse Nordsee 49 von Silvia und Michael. Wenn ich zwischen den beiden Booten aussuchen könnte, würde ich mich immer für die Seven Seas entscheiden. Echt jetzt? Da, du würdest doch auch nicht in Gegenwart einer Lady sagen, du stehst auf einer anderen, oder?
Ist doch klar. Okay. Ja, tut mir leid, dass ich das in Frage gestellt habe. Das ist unhöflich. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist das Video irgendwie schon, keine Ahnung, 20 Minuten lang oder länger. Ihr braucht heute viel Geduld mit uns. Wir machen jetzt die Auflösung von der Verlosung. Ja, ja, natürlich, das fehlt natürlich noch. Das müssen wir machen. Also, wir wählen völlig zufällig unter den 521 Kommentaren die 5 Gewinner für die T-Shirts und die Bootsprofitasse aus. Die 5 Namen, die wir jetzt aufrufen, die werden sich bei uns melden müssen. Und zwar an die E-Mail-Adresse verlosung@planet7seas.com. Die ist auch nochmal eingeblendet und unten auch in der Videobeschreibung. Einem E-Mail schreiben mit den Daten, die wir brauchen. Ne? Also von der Name, Adresse. Los geht's. Das ist ein nettes Programm hier. Gewinner Nummer 1 ist der Olaf Deutsch. Und der fand die Sunbeam 44 ziemlich cool. Nächster. Mr. Keile. Mr. Keile. Okay. Na komm, wir machen uns nicht über Namen lustig. Nein, wir machen uns nicht über Namen lustig, aber. Der fand die Bouquet 55 ziemlich cool. Die sind beide nicht in dem Ranking aufgetaucht, ne? Naja. So. Gewinner Nummer 3 ist Andreas Fleischmann. Siehst du, der fand die Beaufort von Julian und Valentin ganz am Anfang am coolsten. Ja, das Schiff ist auch gar nicht mit reingekommen, obwohl es so ein schönes Schiff ist. Aber hat halt nicht 14 Stimmen bekommen. Nee. Wie viel haben wir jetzt? 3. Ah, guck mal, Seele, ganz groß geschrieben. Ja. Hat eine dicke, fette Seele. So, Gewinner Nummer 4 ist Björn Beutler. Ah, Lieblingsboot war die Sirius. Muss ja immer kommen. Und Nummer 5, Mirko Hans, die Jongard 43 Trevis. Na, sehr schön. Das sind also die 5 Gewinner. Ihr meldet euch bitte unter der E-Mail-Adresse mit euren Daten und dann kriegt ihr ein... Ach so, genau, die Größe natürlich noch. Die Größe des T-Shirts. Also wir müssen nochmal komplett zurückdrehen, oder? Natürlich brauchen wir die Daten, die Kleidungsgröße. Wie nennt man das? Kleidungsgröße. Die Konfektionsgröße, genau. Also ihr 5, ihr bekommt ein T-Shirt von uns mit dem Sonnenuntergangsmotiv. Zufälligerweise haben wir das gerade gar nicht an. Wir werden es einblenden. Und eine Bootsprofis-Tasse mit dem Bootsprofis-Logo, das hat Hendrik da gerade an, kriegt ihr zugesendet. Ihr schickt uns bitte eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die wir einblenden. Mit eurem Namen, eurer Adresse und der Konfektionsgröße in SMLXL. Oder XXL. Oder XXL. Gibt's auch. Und dann kriegt ihr das zugesendet. Wir melden uns bei euch. Und dann läuft das. Ja. So, und alle anderen, die jetzt quasi leer ausgegangen sind, kann man das so sagen? Nein. Negativ natürlich. Wieso leer ausgegangen? Haben wir das Video? Da sind ja über 500 Leute, die jetzt leer ausgegangen sind. Ja. Also, die jetzt kein T-Shirt gewonnen haben, unterhalb dieses Videos könnt ihr auf diese T-Shirts oder Tassen da klicken und die kaufen. Also, der Shop steht. Ihr könnt die T-Shirts kaufen. Ja. Und Tassen. Und in der Videobeschreibung gibt es auch noch einen Link zu unserem Shop. Ne? Genau. Und natürlich über unsere Webseite findet ihr den auch. So, das war's gewesen. Wir haben jetzt mittlerweile bestimmt eine halbe Stunde auf der Uhr. Ich hoffe, wir haben euch nicht gelangweilt. Na, ist doch immer lustig mit uns. Okay, wenn du das sagst. Hast du noch was auf dem Herzen? Ich habe ganz viel auf dem Herzen. Ja? Ja. Aber dann würden wir nochmal 30 Minuten sprechen. Na gut. Machen wir die nächsten Male. Im Übrigen, was ich vorhin nicht erwähnt habe, so als Abschlusssatz. Als wir noch in Berlin gewohnt haben und wir haben die Reisen gemacht zum Mittelmeer und wir sind zurückgefahren, da habe ich immer gedacht, oh, jetzt wieder zurück. Also nicht wegen Berlin und so, ne? Ich habe mich immer auf meine Familie gefreut, aber ich habe trotzdem immer gedacht, oh, jetzt wieder zurück nach Berlin. Okay, gut gerettet. Da wird mir Nettie wieder den wenn ich wieder eins auf die Nase kriegen, aber egal. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass ich mich immer freue, wieder zurückzukommen. Aber du freust dich auch auf unsere Gutachtenreisen, oder? Natürlich freue ich mich auf die Gutachtenreisen, aber ich freue mich auch wieder, in unsere neue Heimat zurückzukommen. Ja, sehr schön. Ja. Das war's jetzt. Jetzt hast du nichts mehr auf dem Herzen. Jetzt, doch, ich habe immer noch ganz viel auf dem Herzen, aber ein Teil ist jetzt weg. Na gut, okay. Okay, also wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das wird ein richtig spannendes Video. Da sind wir nämlich auf der Suche nach der Seven Seas 2. Ja, genau. Ja, aber damit fangen wir jetzt nicht an. Hör auf so zu teasern und einen Cliffhanger noch einzubauen. Ja, okay. Da ist auch ein Cliffhanger. Ja, aber ja, okay. Wir beenden es jetzt. Gut, wir beenden es jetzt. Also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß euch. Eine gute Zeit. Gute Zeit und ciao. Ciao, ciao.